So, hallo, begrüße Sie. Es geht um die Einleitung zu der Lerneinheit Apsenchronik. Ich bin Konrad Rennert. Neben mir sitzt derjenige, der das gemacht hat, der Michael Steinmetz. Hallo. In diesem Interview geht es darum, zu zeigen, was ist Sinn und Zweck, was wollen wir damit erreichen, fachlich als auch Know-how-mäßig. Es geht ja darum, das eine Lernplattform zu verwenden. Aber vielleicht sollte man, bevor wir da jetzt tiefer einsteigen, mal den Kollegen fragen, wozu diese Lerneinheit als Geschichtler, als Historiker, was würden Sie dazu sagen? Ja, genau. Ja, also wir haben ja uns über längere Zeit jetzt an diese Lernplattform Moodle angetastet. Und dafür ist jetzt, um diese Lernplattform ein bisschen einzuführen oder ein bisschen bekannter zu machen aus unserer Sicht, haben wir diese Lernheit erstmal als ein ganz konkretes Fallbeispiel entwickelt. Mhm. Die Idee dahinter ist, dass wir eben mit diesem Johann August von Hagen, um den es in unserer Lernheit gehen soll, das ist ein Familienvorfahr der Familie Rennert, das ist jemand, der ist in einer ganz bewegten Zeit geboren, der ist im Todesjahr von Friedrich dem Großen geboren, das heißt kurz vor der Französischen Revolution, er wird fast 100 Jahre alt, er nimmt, wie eben schon gesagt, eine sehr bewegte Zeit mit, die Zeit der Französischen Revolution, die Koalitionskriege, die deutschen Befreiungskriege, dementsprechend dann auch den langen Weg zur deutschen Reichsgründung 1871. Und da ist eben unser Ansatz zu zeigen, dass eben Geschichte nicht starr ist, wie sie manchmal erscheint, aber auch gerade für Schüler, die dann sagen, oh, das ist schon so lange her und ist das für uns überhaupt noch wichtig, was dann 1789 in Paris passiert ist und interessiert uns das, dass in den 1790ern der französische König geköpft worden ist. Da haben wir einfach einen ganz schönen Anknüpfungspunkt eben durch diesen Hagen, der eben sehr, sehr viel erlebt. Und der eben, wie eben schon gesagt, als eine sehr lebendige Person eben hilft, so ein bisschen neuen Zugang eben in diese große Weltgeschichte zu finden, der so einen kleinen Mikrokosmos in der großen Weltgeschichte bildet. Ja, ich kann mich noch erinnern, wir haben damals die Aufgabe gehabt, Geschichtszahlen zu lernen und in Klassenarbeiten oder in Klausuren oder wie auch immer, Tests, ne, das zu reproduzieren. Und das schreckt natürlich eher ab. Ne? Natürlich. Und das ist jetzt, auch heute wird da eigentlich ein ganz anderer Zusammenhang gesehen. Also heute würden die wenigsten Lehrer wirklich nochmal abfragen, wann genau, an welchem Tag wurde die Bastille in Paris gestürmt oder an welchem Tag erklärte der preußische König der Französischen Republik den Krieg. Das sind alles Sachen, das ist Makulatur eigentlich. Wichtiger als das konkrete Datum. In meisten Fällen wichtiger sind eigentlich die Zusammenhänge oder die eben dazu geführt haben. Man versucht eben nicht mehr einfach die Fakten zu lernen, sondern eben die Beweggründe oder die Motive, die eben verschiedene Handlungsstränge überhaupt erstmal in Bewegung gesetzt haben. Okay. Ja, denke also, das Geschichtliche, das ist damit gesagt, also Familie, also ist jetzt, der Hagen ist also kein Vorfahre, sondern meine Frau hat angeheiratete Verwandtschaft, die dessen Nachfrage, also ist schon sehr weit, also keine Blutsverwandtschaft besteht da. Ne? Aber wir haben eben diese Adelsurkunde da geerbt und denke, da kann man eine ganze Menge Interessantes raus entnehmen. Jetzt nicht zur Geschichte, sondern wir haben ja hier was eingesetzt, Moodle was fällt für die Lehrer, für die Schüler, die diese Lerneinheit nutzen, dann so nebenbei ab? Es ist ja nicht so, dass man da bei Null anfangen kann. Man muss ja schon, wenn man jetzt da reingeht, Know-how haben am Rechner. Was lernen die denn so nebenbei, die Schüler, wenn sie sich mit dieser Lerneinheit beschäftigen? Naja, also ganz, ganz allgemein, was man gesagt hat, ist natürlich erstmal, dass man den Umgang überhaupt mit einer Lernplattform erlernt. Also Moodle ist relativ weit verbreitet, die meisten Universitäten und wahrscheinlich auch Schulen und weiterführende Schulen setzen das ein, aber es wird nicht überall gleich professionell eingesetzt. Es gibt eben Institutionen, die arbeiten sehr, sehr viel damit und auch sehr gut, und bei anderen läuft es halt so mehr nebenher. Man hat es, um es zu haben, und das ist eigentlich sehr, sehr schade, weil man damit sehr viel verschenkt. Was aus meiner Sicht ein ganz, ganz großer Vorteil ist, ist, dass man eben zum einen sich viel Arbeit ersparen kann, weil wenn ich Sachen, die ich erarbeite, früher wurde viel über den Overhead-Projektor an die Wand geworfen, das haben dann die Lehrer oder die Schüler mühsam auf die Folien geschrieben und dann wurde es auf den Kopierer gehauen und dann wurde es ausgeteilt. Wenn ich das einlasse, kann ich heute, tippe ich das im Prinzip während des Unterrichts in diese Moodle-Plattform ein, kann es an die Wand werfen und es ist quasi dauerhaft da. Ich kann es nachbereiten, kann ich es nochmal bearbeiten, wenn ich keine Fehler drin finde, wenn ich Ergänzungen darin finde.
Und es ist auch mit keinen weiteren Kosten verbunden. Ich kann es online stellen, jeder, der online ist, wie ein kleines Wikipedia. Mhm. Das ist eben auch das Nächste, was man machen kann. Man kann ein Moodle internes, eigenes, kleines Wiki anlegen. Das liegt dann komplett in meiner Hand, wie ausführlich ich das machen möchte. Da kann ich eben auch wieder zu den jeweiligen Lehrplänen oder zu den Lerninhalten, die ich mache, kann ich eben die Schüler Themen erarbeiten lassen. Ich kann kleine Lexikonartikel verfassen lassen, in denen ich dann auch innerhalb dieses Wikis, wenn Begrifflichkeiten oder Zusammenhänge unklar sind, einfach einen kleinen Zusatzartikel verfasse, zu dem ich weiter verlinke, wo dann eben ein bestimmter Begriff, beispielsweise im Fall von Hagen, Russlandfeldzug 1812, wer sich darunter nichts vorstellen kann, kann dann eben einen kleinen Artikel einlesen oder einstellen lassen und kann es dann grob erstmal darüber informieren, was sind Motive, was sind die Ziele, was sind die Auslöser, wie ist der Verlauf, was sind die Konsequenzen daraus. Einfach so kleine Sachen, das kann ich untereinander wie fast schon wie so ein Schneeballprinzip auch verlinken. Das heißt also, wenn jemand hier dieses konkrete Fallbeispiel umsetzt, hat er so nebenbei verstanden, wie Wikipedia funktioniert. Genau. Genau. Und der Vorteil ist natürlich auch, es ist eben nicht nur in einer Art Intranet, aus der ich mich nicht ausbrechen kann, sondern ich kann natürlich auch nach außen verlinken. Mhm. Das soll jetzt natürlich nicht das Ziel sein, dass ich nur noch auf 1000 Wikipedia-Artikel nach außen verlinke oder auf 1000 Artikel von Brockhaus, aber das geht eben auch ganz konkret, wenn ich mal eine Bilddatei habe, von der ich vielleicht nicht weiß, darf ich die wirklich so einfach ohne Quellangabe einsetzen. Verlinken kann ich in den meisten Fällen immer oder immer. Rausverlinken geht immer, es sollte nicht das oberste Ziel sein, aber das geht eben auch, dass man auch mal auf externe Inhalte zugreift. Das heißt, dann lernen die Schüler dann nebenbei auch gleich, was darf ich unter rechtlichen Aspekten, wie zitiere ich richtig oder wie verlinke ich richtig. Genau. Das lernen die so nebenbei. Genau. Und der Vorteil für die Lehrer ist natürlich auch, sie haben trotzdem, auch wenn viel von den Schülern selbst erarbeitet werden kann oder auch soll, die Lehrer haben immer noch eine gewisse Oberaufsicht darüber, was wird gemacht. Weil wie bei Wikipedia kann ich sehen, wer stellt was ein. Wer bearbeitet etwas? Ich kann den konkreten Bearbeitungsverlauf nachverfolgen. Wenn ich sehen kann, da haben wir ein paar kleine Trolle drin, die vielleicht irgendwelche kleine Geschichtsverfälschungen reinbringen, denen kann ich dann auch mal eine gelbe Karte erteilen und sagen, ihr seid jetzt mal für 2 Wochen auf Sendepause und dürft nur noch mitlesen. Und die kann ich dann aber genauso gut dann, wenn dann eben die Disziplinierung, möchte ich es jetzt mal nennen, abgesessen worden ist, natürlich auch wieder freischalten. Oder wenn ich halt sehe, da hat einer mal da daneben gehauen und hat wirklich aus Versehen auch mal einen Artikel zerschossen, was auch mal passieren kann, dann kann ich als Lehrer, der eben mehr Administratorenrecht hat, sagen, okay, ich möchte jetzt die Version von vorgestern wiederhergestellt haben. Und das ist dann überhaupt kein Drama. Das ist sehr, sehr schnell und sehr einfach und auch mit keinen Kosten oder irgendwas versehen. Okay, ich habe ja auch gesehen, Sie haben da einige Testfragen reingestellt. Ich meine, es kommt heute nicht mehr darauf an, Geschichtszahlen zu kennen, aber einordnen sollte man sie ja trotzdem können. Und da haben Sie ja, liegt gerade auch noch so ein Gerät neben Ihnen, auch für Smartphones, ne? Und das ist ja, was die Schüler als Hosentaschenpotenzial dabei haben. Genau. Da haben Sie die Möglichkeit, was festzustellen im Selbsttest oder vielleicht auch hinterher in der kleinen Lernerfolgskontrolle, wie gut die Behaltensleistungen sind. Ne? Genau. Ja, also ich habe mehrere Lerneinheiten erstellt, wir haben auch andere noch zur Architektur, haben wir auch noch eine, die hat dann, glaube ich, der Herr Fisch erstellt. Mhm. Das bietet sich natürlich an, weil dieses Moodle, das passt sich ja auch an die Bildschirmgröße an. Mhm. Und ich kann das natürlich von zu Hause vom PC aus machen, das ist jetzt die Arbeitsweise, bei der ich mich selber am wohlsten fühle. Mag aber auch daran liegen, dass als ich anfing zu studieren, gab es noch keine Smartphones oder nur sehr wenige, das war um 2007 rum, da kam gerade das iPhone raus. Heute mit den Smartphones oder auch mit den Tablets ist man sehr, sehr mobil. Und da finde ich, gerade wenn man eine Lerneinheit oder so eine Selbstüberprüfung schön sinnvoll konzipiert und auch kurz und knackig macht, das muss kein 30-Minuten-Test sein, das kann 5, 6, 7-Minuten-Test sein aus vielleicht 10, 12 Fragen, die ich mal zuordnen muss oder wo ich mal einen Lückentext ausfüllen muss. Oder ich kann als Lehrer dann auch feststellen, wo haben die meisten Schüler noch Lücken, was vielleicht unterrichtsrelevant sind und das kann ich dann noch... Das sehe ich daran, das kann ich dann aufbereiten und das kann halt ein Schüler auch mal oder auch ein Student auch mal zwischendurch machen. Mhm. Das kann ich mal machen, wenn ich mal eine Freistunde habe und vielleicht in der Schule irgendwo im WLAN sitze. Das kann ich aber auch an der Bushaltestelle oder in der Bahn machen. Wenn ich halt mal 5 Minuten Zeit habe, dann kann ich mal schnell so einen Test machen.
Wenn ich den nicht bestehe, ist das kein Beinbruch, dann kann ich ihn halt nochmal machen, dann arbeite ich das Thema nochmal durch oder gucke, welche Fragen hatte ich falsch und mache es nochmal. Und selbst wenn ich mal einen Test nicht komplett durchbekomme, das Moodle-System merkt sich das, wo ich stehen geblieben bin, dann mache ich den halt bei nächster Gelegenheit zu Hause fertig. Das ist ein wunderbar flexibles System, wenn man es richtig einsetzt oder wenn man damit richtig umgehen kann. Das heißt, der Lehrer muss dann daran denken, welche Fragen stellt er so, dass die vielleicht auch Spaß haben, wenn sie auf der Anfahrt sind, genau. Oder Wartezeiten haben, dann geht ja Multiple Choice, geht ja mit so kleinen Geräten immer. Das kennen wir ja vom, Wissensquiz. Von Wer wird Millionär? Nee, gibt es ja noch. Quizduell. Quizduell, genau. Quizduell. Ne? Also man kann es so machen wie beim Quizduell, es geht aber eben auch mehr Lückentexte oder eben Zuordnungen, also es ist schon sehr viel möglich, wobei eben manches nur für große Bildschirme wie hier den Notebook geeignet ist. Ja, also ich kann natürlich so Sachen wie eben auch mal, ich kann auch mal ein Geografie-Quiz, kann ich auch mal erstellen. Und das geht dann natürlich wirklich nur besser an großen Bildschirmen, wo ich dann eben auch mal eine größere Karte machen kann. Mhm. Was ich aber noch ganz gerne erwähnen wollte, ist, wir haben natürlich auch ein Diskussionsforum in diesem Moodle drin. Das heißt, Schüler sind eben nicht nur die passiven Rezipienten von dem, was der Lehrer oder der Dozent einstellt, sondern sie können eben auch selber auch einfach mal über ein Thema diskutieren. Das können sie unter der Anleitung von dem Lehrer machen oder von einem, wie auch immer, eingesetzten Administrator. Aber das, denke ich, ist ganz wichtig, dass Schüler eben dann eben auch mal von zu Hause die Möglichkeit haben, das mal in der Gruppe zu diskutieren. Und dann kann man eben auch mal, wenn man vielleicht abends um 21 Uhr nochmal eine Nachfrage zum Thema hat, und kann man das ja einfach nochmal einstellen. Klar, wenn die Klassenarbeit am nächsten Morgen um 8 ist, dann hat man ein Problem. Aber ja, das heißt, man muss auch seine Zeit einteilen lernen. Genau, es ist just in time. Genau, es ist auch so ein bisschen Anleitung zur Selbstkontrolle, zur Selbsteinteilung von Zeit, was nicht immer einfach ist. Das ist ein gutes Thema. Ne? Genau. Jetzt ist das Video bald zu lang, aber ich denke, das ist ein guter Schluss. Selbsteinteilung ist ganz wichtig, weil Sie können eben außerhalb des Unterrichts den Schülern eben die Möglichkeit geben, wenn sie sich für das Thema interessieren, im Wiki mitzuarbeiten und eben andere daran teilhaben zu lassen. Sie können denen die Möglichkeit geben, Tests zu machen, um zu zeigen, ich habe es verstanden. Und das sind also alles Dinge, die weit über das hinausgehen, was die klassischen Bücher liefern. Und dazu haben wir ja auch diese Lerneinheit gemacht, ne, als exemplarisches Fallbeispiel. Was kann man im Unterricht selbst lernen und wie kann man es eben machen, um da interessanteren Unterricht zu gestalten? Und ich kann eben bei Themen, die immer wieder kommen, so großen, so einfach in unserem Beispiel, den wichtigen Schichtsepochen, Aufklärung, Französische Revolution, da kann ich dann so einen Kurs auch mal bestehen lassen über mehrere Jahre und immer mal wieder dran arbeiten, dass dann ein schulinternes großes Wiki entsteht.